Hi, Eric Basie Rose here. We've just been driving around Bedburg and we've saw stage after stage after stage, which is amazing. So there must be about 100 different bands playing here tonight. So have fun. Die achte Bedburger Musikmeile bot für jeden Musikgeschmack etwas. Vom 70er Disco-Sound bis zum topaktuellen Chart-Hit. Ob groß oder klein, jung oder alt, alle waren begeistert und das Festival in Nashville an der Erft war auch in der achten Auflage ein Riesenerfolg. Mit vielen neuen Standorten und einem durchgängigen Open-Air-Konzept wurde das Festival nochmals attraktiver für die Musikfans aus nah und fern. Wir sind also bis jetzt immer begeistert gewesen. Hoffen wir, dass dieses Jahr genauso toll wird wie das letzte Jahr. Da ist ja Bedburg aus allen Nähten gesprungen. Erfinder der Musikmeile Dieter Kirchenbauer, Bürgermeister Gunnar Kort und das Büro für Standortförderung haben in diesem Jahr gemeinsam einige Neuerungen im Konzept auf den Weg gebracht. Aber auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass unsere spinnerten Ideen manchmal dann doch unterstützen. Wir sind sehr gespannt, wie das neue Konzept vor allen Dingen wirkt. Über mehrere Bühnen in der Innenstadt verteilt. Das Ganze hat ja schon Festivalcharakter. Zum Festival Opening waren alle Förderer und Sponsoren der Meile geladen. RWE Deutschland, Kreissparkasse Köln, Volksbank Rhein-Erft EG und die Sion Brauerei leisteten unter vielen anderen einen großen Beitrag zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Festivals. Ich glaube, Petrus ist ein Bedburger. Spaß beiseite, wir befinden uns in der achten Musikmeile, ich kann es schon selber nicht glauben. Und gleich in 20 Minuten spielen die Bay City Rollers. Been fantastic, the whole 3 hours we've been here. Und ich bin einfach furchtbar stolz, also dieses geile Festival bei geilem Wetter mit extrem gut besuchtem Publikum. Die Highlights des Opening-Programms waren die Bay City Rollers, Sydney Youngblood und die Teenie-Stars von Apollo 3, die bei den Fans für wahre Begeisterungsstürme und Hysterie sorgten. Auch eine Autogrammstunde war natürlich obligatorisch. Wir haben schon früher Musik gemacht zusammen, in der Grundschule schon zweite Klasse. Aber offiziell 2006. Oh, yesterday I played Wii with my kids. So. I love German beer. It's one of the best beers around, I guess. Im Abendprogramm ab 20 Uhr mischten ca. 25 Bands auf insgesamt 11 Bühnen das Publikum auf. Darunter auch die lebende Legende Tony Sheridan. Dieser sorgte für eine gehörige Portion Starclub-Flair. Das Angebot ließ aber auch nichts in Sachen Vielfalt vermissen. Von ABBA bis AC/DC, von Udo Jürgens bis Status Quo. Einfach jeder Musikliebhaber kam auf seine Kosten. Die Innenstadt platzte wie in jedem Jahr aus allen Nähten und die weit mehr als 15.000 Besucher feierten ein friedliches Musikfestival, das mittlerweile weit über die Grenzen des Erftkreises hinaus bekannt ist. Also ich sag mal, wir sehen uns hoffentlich zur 9., zur 10., 11., 12., 13. und so weiter Musikmeile. Ich zähle auf euch. Tschüss!